Hallo Wiegald. Wenn du diesen Brief erhältst, befindest du dich bereits auf dem Weg zu deiner Aufgabe. Ein Boot namens Wiegald ist tot bald bringt dich in den Hafen von Danzig nach Polen. Als Klaas fragte, ob ich mitmachen will, muss ich ja nicht lange überlegen. Natürlich. Schon alleine, weil ich aus Oldenburg komme, so wie er. Also, dass ich im Team Oldenburg mit dabei sein durfte, eine große Ehre. Übrigens war und bin ich ein riesiger Fan deiner Experimente-Show Nicht nachmachen. Nicht nachmachen war eine Show im ZDF und wir haben Häuser mit originellen Mitteln gesprengt oder so. Damals die Sendung von ihm Nicht nachmachen, da habe ich wirklich jede Episode gesehen. Es ist unfassbar, was die da alles gemacht haben und ich habe mich... Das ist in meinem Team. Du brauchst nicht so begeistert sein von dem jetzt. Bin ich aber. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich damals viele Ideen für Nicht nachmachen per Zuschauerpost eingesendet habe. Mehrfach. Leider gab es weder eine Antwort, noch kamen irgendwelche Ideen in der Sendung vor. Das hat mich dann irgendwann sehr traurig gemacht. Das ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Ich kriege auch immer ab und zu mal Briefe zugeschickt, die ich nicht beantworte. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Aber schwamm drüber. Da du jetzt Gast in meiner Sendung bist, können wir das ja endlich alles nachholen. Zufällig habe ich all meine Vorschläge aufgehoben und die drei genialsten nochmal herausgesucht. Wenn da jetzt so eine persönliche Note beim Aufgabensteller mitschwingt, ist schlecht. Es versteht sich von selbst, dass du alle drei Ideen umsetzen musst, um meiner zerstörten Kinderseele Frieden zu verschaffen. Ach ja, und einen Länderpunkt gäbe es dann natürlich auch noch. Mein Team an Deck hat alle weiteren Informationen. Im Auftrag der Wissenschaft, dein Fan Joko. Ja, ihr Lieben. Ja? Ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl. Also ich freue mich immer, wenn Leute Nicht nachmachen geguckt haben. Aber das könnte jetzt so ein bisschen auf Rache hinauslaufen, habe ich so den Eindruck. Also nur weil die Leserbriefe nicht ordentlich bearbeitet wurden, muss ich jetzt dafür büßen. Rache oder Hass. Etwas, was jetzt eigentlich im professionellen Fernsehgewerbe gar nichts verloren haben sollte. Ja, Joko hat ein paar Experimente vorbereitet. Ja. Der möchte natürlich, dass die jetzt von dir dann absolviert werden. Ja, schön. Ja, und ja. Die erste Fragestellung, die er quasi für dich hat, die wissenschaftlich beantwortet werden soll, ist, kann man einen Besen essen? Das ist jetzt eine von diesen genialen Ideen, die damals nicht genommen wurde bei den Nachmachen. Ist krass, oder? Ob man den Besen essen kann. Ja. Was ich schön fand an den Vorschlägen von Joko, war, dass es wirklich die ernste wissenschaftliche Neugier eines präpotenten Zehnjährigen war. Also die Holzbestandteile bereiten mir gar nicht so viel Sorge, mal grundsätzlich. Man muss es natürlich irgendwie klein kriegen. Guck, wie der direkt loslegt. Dafür liebe ich den. Man gibt eine Aufgabenstellung und er macht sich auf den Weg, eine Lösung dafür zu finden. Ganz guten Mutes, weil das sind Ballaststoffe, das ist gesund. Man muss natürlich sehr fein mixen, damit man nicht irgendwelche Splitter jetzt in der Magenschleimhaut stecken hat. Ja, nur weil der dann so schlau darüber redet, wirkt es so, als sei deine Frage in irgendeiner Form berechtigt. Ich habe den Besen zersägt. Dann habe ich die kleinen Stücke in den Mixer reingetan. Wollen wir mal. Das macht mich gerade richtig glücklich, das so zu sehen. Das ist wie früher in der Sendung. Das fülle ich jetzt hier hinein. Das hatte mehr so eine Haferflockenkonsistenz. Jetzt noch eine Ehe. Hätte noch feiner werden können. Also sieht aus wie so ein handelsübliches Porridge irgendwie. Sowas esse ich immer zum Frühstück. Man sollte das nicht nachmachen, das ist wichtig zu Hause. Bitte nicht nachmachen. Wiegald ist ein Profi. Liebe Freunde der Wissenschaft, es ist soweit. Ein für alle Mal werden wir jetzt mit einem verblüffend einfachen experimentellen Aufbau herausfinden, ob sich ein Besen essen lässt, ja oder nein. Guten Appetit! Als ich es im Mund hatte, trat auch sofort so eine starke Enttäuschung ein. Ja, wer hätte damit rechnen können? Psst. Ich will jetzt wissen, was die wissenschaftliche Erkenntnis ist. Also da schmeckt man den Besen noch stark heraus. Schmeckt scheußlich. Also so ein Besen, ich kann das wirklich nicht empfehlen. Wir haben schon mal was gelernt. Mhm. Besen essen geht, ja, mhm. Aber schmeckt scheiße. Ja. Ja, dann ging es zügig zum zweiten Experiment. Joko hat sich die Frage gestellt, ob man mit einer handelsüblichen Silvesterrakete Nasenhaar entfernen kann. Ja, eine Sektflasche wurde an der Reling genau am Bug befestigt. Dort drin steckte eine Silvesterrakete, daran ein Band mit einer kleinen Klammer. Du kannst nicht einfach irgendwem eine Rakete an die Nase binden. Ja, eher ohne Scheiß. Würdest du mir helfen dabei?
Ja, also das ist so ein bisschen Blindflug jetzt. Der liebenswerte Regisseur versuchte zunächst mal, die Klammer an dem Nasenhaar zu befestigen. Ich sehe da jetzt eins. Ergriff aber gleich die ganze Nase in Scheidewand. Das war Haut. Ja, ja, gar kein Problem. Das tat sehr weh. Gib mir her, das mache ich dann. Jetzt tut mir leid. Okay, warte mal. Okay. Oh, okay, wir haben es. Ja, jetzt hängt da die Rakete in seiner Nase drin. Ich will wissen, was passiert. Okay. Die Rakete brennt. Also, die Rakete zischte davon. Mein Nasenhaar war weg. Es ist weg. Es hatte geklappt. Das Nasenhaar ist draußen. Und damit war die Aufgabe gelöst. Also, Entschuldigung. Schließt sich das große Buch der Wissenschaft jetzt wieder und ich kann nach Hause gehen? Oder? Nein, ich verstehe. Das waren jetzt sehr kleine Aufbauten. Man kann ja nicht sofort mit dem Größten starten. Was habt ihr denn noch? Und ich glaube, darauf können wir aufbauen und einen wirklichen Moment kreieren, der wissenschaftlich einzigartig ist. Und dann ging es Richtung Industriehafen in Danzig. Und ich kriege einen Neoprenanzug. Das sollte bereits die Arbeitskleidung sein für das nächste Experiment. Und dann sagten die mir, diese verrostete Werkanlage, da sollst du jetzt mal aussteigen. Das war eine vorne und hinten offene, riesige Metallwanne. 25 Meter hoch an beiden Seiten. Dann stieg ich aus. Und da war niemand. Keine Menschenseele weit und breit. Das kann so ein bisschen einschüchtern. Und ich sah ganz in der Ferne so eine merkwürdige Büroeinrichtung. So ein Schreibtisch, ein Stuhl. Da wusste ich schon, das ist jetzt für mich. Und plötzlich hörte ich dann eine Lautsprecherdurchsage. Lieber Wiegald, willkommen zum dritten und letzten Experiment. Aha. Zu deiner eigenen Sicherheit und vor allem, damit du nicht sofort wegrennst, wirst du erst einmal fixiert. In dem Moment war auch schon jemand an meinem Bein zugange und kettete mich fest. Überfallartig. Ich weiß gar nicht, ob sowas legal ist. Du befindest dich auf einem sogenannten Schwimmdock. Das fungiert normalerweise als Bauplatz und Werkstatt für gigantische Schiffe. Und genau dieses Dock wird gleich mit dir 30 Minuten lang in der Ostsee versenkt. Zum Überleben solltest du dir schleunigst einen Taucherhelm nach Yokoa zusammenschrauben. Dafür habe ich dir jede Menge Utensilien in deinem maritimen Freiluftbüro deponiert, sowie meinen damaligen Zuschauerbrief mit der exakten Bauanleitung. Aber den hast du ja sicherlich bereits gelesen. Nein, habe ich nicht. Fürs Basteln hast du übrigens so lange Zeit, bis das Schwimmdock an seine finale Absenkposition gebracht wird. Nur wenn du beweist, dass meine Idee funktioniert, erhältst du logischerweise den Länderpunkt. Wissenschaftliche Grüße, dein Fan Joko. Ich sollte mit einem selbstgebastelten Taucherhelm einen Tauchgang unternehmen auf diesem Schwimmdock, nachdem dieses geflutet worden war. Und plötzlich merkte ich doch, irgendwas ist anders. Und ich sah, dass wir uns bewegten. Dieser ganze Koloss wurde von zwei Schleppern irgendwo hingezogen. Und das gefiel mir gar nicht. Scheiße. Das Gute an dem Brief war, da war eine schematische Zeichnung, die alles rüberbrachte, was ich wissen musste. Ich habe das damals so eingeschickt, die haben es nicht bearbeitet und ich will jetzt wissen, geht das? Ja, okay. Ich hätte natürlich jederzeit, Achtung, Abbruch rufen können. Ohne Länderpunkt geht man nach Hause. Aber ich wusste, dass das theoretisch funktionieren müsste. Also schon in der Antike hat man solche Taucherglocken theoretisch konzipiert. Also, ich nehme den Wasserbehälter, schneide den Boden ab. Ich muss den Sauerstoffschlauch oben einführen und dann Gewichte an dieser Taucherglocke befestigen, dass die nicht nach oben weggespült wird, wenn sie mit Sauerstoff gefüllt ist. Er ist kein Wissenschaftler, er ist Teil der Band Die Doofen. Aber wenn es einer löst, dann Wiegald Boning. Dachte ich, jetzt aber mal hin, es hilft ja nichts. Scheiße. Komm schon.
Und dann hab ich da mit dieser Blechschere oder was das war, dran rumgeschnitten an diesem Ding. Komm, blödes Ding. Oh, Mini-Fortschritte. Es war wirklich anstrengend. Scheiße. Und das alles, während wir uns bewegen. Und dann hat sie endlich den Boden abgeschnitten. Loch, damit der nicht nach oben weggespült wird von der Luft, musste ich diesen Wasserbehälter beschweren mit 4 Gewichten, die ich wiederum mit 4 Schnüren festbinden musste. Ich dachte mir, Leute, ihr überschätzt mich. Und ich bin auch handwerklich sowieso gar nicht so geschickt. Beeil dich! Wir sind gleich da! Ja, ist ja gut! Ich mach doch schon! Die Gewichte nahm ich von der Stehlampe, die ich dort vorfand. Dann musste ich den Sauerstoffschlauch in diese Taucherglocke einführen. Dann mit Klebeband abdichten. Es waren wirklich nur noch wenige Minuten und ich war hektisch mit den letzten Vorbereitungen. Und dann kam da jemand, der hat zu Kameras reingeklebt. Vielleicht kommt das Wasser! Also ich hatte alles soweit ja fertig gebastelt. Und jetzt wird das Schwimmdock abgelassen. 30 Minuten! Ab jetzt! Jetzt stieg das Wasser. Jetzt hängt mein Dasein an der Funktionstüchtigkeit dieses Wasserschwenders alias Taucherglocke. Ich wollte jetzt wissen, ob die Sauerstoffflasche funktioniert oder nicht. Funktioniert. Schon mal gut. Das Wasser stieg und stieg. Und dir gehen dann natürlich ganz viele Gedanken durch den Kopf. Noch unklar, wenn jetzt irgendwas falsch gebaut ist, was ich dann eigentlich mache. Habe ich denn das alles richtig gemacht? Löst sich der Schlauch? Ich würde mir ja gerne oben noch mal angucken, den Bereich, wo der Schlauch reinkommt in den Helm. Ich habe grundsätzlich nicht so großes Vertrauen in meine handwerklichen Fähigkeiten. Dann sitze ich da, langsam läuft das Wasser ganz kalt in diesen Anzug rein. Ich gehe jetzt mal hier ran, ich mache jetzt mal Luft an, ne? Oh, Leute. Und das war sehr, sehr laut. Und das ist natürlich auch keine reine Atemluft, sondern es kommt so aus der Flasche und ist total trockene Luft. Während das Wasser jetzt immer weiter stieg, sah ich, wie auf dem Schreibtisch sich diese ganzen Sachen, die da so lagen, einfach so abhoben. Dann wurde es ernst. Das Wasser erreichte die Halskrause. Der untere Rand tauchte in das Wasser ein und es blubberte weg. Oben, psch, und dann brr, 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 brr. Also als wenn man im Kolben eines Motorrads seinen Kopf hat. So fühlte ich mich. Diese Urangst zu ertrinken steckt ja in jedem Menschen drin und kann einen in Panik versetzen. Du bist so ganz eng, kannst dich schlecht bewegen, stößt immer mit der Nase vorne an dieses Glasding an, siehst wenig, es ist kalt, es ist einfach ein Scheißgefühl. Er ist weg. Ja, jetzt ist er unter Wasser. Jetzt ist der Moment, wo sich zeigen wird, ob das Experiment funktioniert. Da hänge ich hier in der Ostsee unter einem Wasserspender, den ich selber abgesägt habe. Ich hatte den Impuls, mich nicht allzu sehr zu bewegen. Ich bin ruhig, schön sitzen bleiben, flach atmen und warten. Aber irgendwann sagte ich mir, was ist denn, wenn der Druck so groß wird, dass jetzt das ganze Ding zusammengequetscht wird? Was macht man da am besten? Also in Panik einfach den Helm absetzen? Ist jetzt keine gute Lösung. Wie viel Luft ist denn in der Flasche? Das war auch so eine, das wusste ich ja nicht. Ich
habe kurz überlegt, muss ich jetzt regulieren am Sauerstoff, aber ich sah das Ding schon gar nicht mehr in diesem kalten Dreckswasser. Also ich saß da jetzt in gefühlten 15 Metern Tiefe. Musste immer wieder Druckausgleich machen. Es war jämmerlich kalt, dieses Wasser. Und mittlerweile fror ich auch wie ein Schneider. Und das war sehr ungemütlich. Und da fragt man sich, warum mache ich das? Wieso? Was treibt mich dazu, mich dieser Gefahr auszusetzen? Warum? Also so was Idiotisches, sich auf sowas einzulassen. Ich dachte mir, wenn du das überleben solltest, wirst du Wasserspender mit ganz anderen Augen bedienen in Zukunft. So, jetzt reicht's. Jetzt hol ihn mal wieder raus, da, ne? Okay. Irgendwann merkte ich so eine merkwürdige Wackelbewegung. Und dann fiel mir auf, dass die ganze Konstruktion offenbar in Bewegung war. Also das Wasser schien abzufließen. Und in der Tat, es schien auch langsam heller zu werden. Es funktioniert und das finde ich beachtlich. Das ist doch das Spannende an der Wissenschaft, dass man immer die Grenzen neu verschieben muss, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Dann floss das Wasser ab. Schlagartig fror ich auch nicht mehr, weil ich wusste, yeah, ich hab's geschafft. Der Länderpunkt ist meiner. Team Klaas ist einen Schritt nach vorne gebracht. Ich habe alles getan, was ich beisteuern konnte. Und ich lebe noch. Die Lungen füllen sich mit frischer Luft. Und alles Schlechte ist von mir abgewaschen. Ich komme sauber aus der Nummer raus. Es war so ein gutes Gefühl. Also das war wirklich, hoah. Die ganze Spannung fiel von mir ab. Ich weiß nicht, ob man das in den Bildern irgendwie sieht. Ich habe auch so gejubelt und so weiter. Das ist gar nicht so meine Art, aber habe ich dann gemacht. Hallo Leute. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Total gut. Ach, ja. Lieber Wiegald, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Ich weiß, wie es ist, unter der Knute von diesem Wahnsinnigen zu stehen. Danke. Von ganzem Herzen. Pigal Boning, Wissenschaftler.